Bert, filmst du schon? Jetzt kommen wir zum Bahnhof. Ich weiß auch nicht, warum du SR steht. Wahrscheinlich tut das Saarländische Rundfunk den Bahnhof sponsern, damit überhaupt noch Züge fahren von Saarbrücke irgendwo hin. Das haben sie nämlich fast alle Bahnlinien hingestellt. Du kommst heute nicht mehr normal von Saarbrücke nach Köln. Da musst du dreimal umsteigen und das dauert 7 Stunden. Da bist du mit dem Auto zweimal gefahren in der Zeit. Aber immerhin, wir haben noch einen Bahnhof. Und da gehe ich über. Das ist die Saargalerie. Also das ist so eine Ansammlung von ganz vielen Geschäften, wo alle laufend wieder zumachen und dann machen neue wieder auf. Nichts läuft. Und da haben wir die Post, die Neipost. Die Altpost, das ist Niva der Bergwerksdirektion. Und die ist ja auch also ganz bekannter Bau in Saarbrücke. An für sich brauchen wir sie ja nicht mehr, weil es ja kein Bergwerk mehr gibt, wo so richtig in Betrieb wäre. Deswegen brauchen wir auch die Direktion nicht mehr. Sie dürfen aber das Gebäude nicht kaputt machen, weil das unter Denkmalschutz steht. Da kommen wir gleich hin. Das komische runde Ding ist jetzt kein Karussell. Also wie jetzt in anderen Großstädten hat man ja das, so ewige Kirmes. Ne? Das da ist kein Kirmes, das ist ein Parkhaus. Aber wenn du dort fahrst mit dem Auto, ne, du kriegst dasselbe Gefühl wie auf dem Kettekarussell. Ist die Ampel wieder rot, können wir wieder zur Nacheltoilette übergehen. Hast du das drauf? Ach Herbert, muss ich nicht machen.